Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Passport Diary. Wir stehen hier in der Türkei in der Nähe von Izmir am Strand und warten auf unsere türkischen Freunde. Es ist richtig voll geworden hier. Nämlich Wochenende. Und da hinten stehen Camper. Da stehen Camper. Ist auf jeden Fall nicht so, dass wir hier an einem einsamen Strand stehen. Aber wir haben jetzt noch ein paar Aufgaben. Und als allererstes haben wir folgende Situation. Und zwar haben wir nur zwei Küchenhandtücher dabei. Und ich habe ja gestern einen Kuchen gebacken. Und der ist ausgelaufen aus der Form. Deswegen ist das ganze letzte Handtuch voll mit Kuchenschmand und das andere ist auch schon dreckig. Das heißt, wir müssen sie jetzt mal mit unserer kleinen portablen Waschmaschine waschen. Und da ich sie noch nicht in Action erlebt habe, bin ich jetzt mal gespannt. Die letzten Kommentare zu der Waschmaschine waren natürlich vernichtend gewesen. Kann ich auch nachvollziehen, aber für den Use Case, den wir jetzt haben, ist es wieder mal eine vernünftige Sache, glaube ich. Erstmal ausklappen, das Ding. Oh, warum geht das so schwer? Weil es Qualität ist, was da. So, wichtig ist natürlich auch den Löffel hier zu machen, ne? Genau. Voll Wasser reinmachen. So, jetzt habe ich hier mal Wasser aufgesetzt und hier lassen wir noch ein bisschen was reinlaufen. So. Ich hoffe, der Kühlschrank stört nicht wieder so. Wir haben jetzt unsere zwei Geschirrhandtücher. Schmeiß die schon mal rein. So. Dann mache ich da so ein bisschen warmes Wasser drauf. Mal sehen, wie es da drin aussieht. Ich bin fasziniert. Ich würde noch ein bisschen mehr Wasser rein. Meinst du? Ja. Mit mehr Wasser ist auch gut. So, während unsere Waschmaschine hier läuft, gehe ich aufs Dach und mach mal die Solarpanels sauber. Ich glaube, die sind nämlich ganz schön dreckig. Es kommt nämlich nicht so viel Solar bei uns an, wie ich das mir eigentlich wünschen würde. So, die Solarpanels sind auch wieder weitestgehend sauber hier oben. Kriegen wir hoffentlich wieder ein bisschen mehr Sonne rein. Es macht tatsächlich, wie es scheint, einen riesen Unterschied, ob die Solarpanels geputzt sind oder nicht. Denn ich hatte jetzt die ganze Zeit das Gefühl, es kommt nicht so viel rein. Jetzt habe ich sie einmal im Kercher oben sauber gemacht und ein bisschen abgeputzt. Und tatsächlich kommt deutlich mehr rein. Obwohl unser Horrorkühlschrank läuft, kommen jetzt trotzdem noch 11 Ampere rein. Das war jetzt vorher gerade nicht so gewesen. Also das sollte jetzt so funktionieren, dass die Batterien dann später wieder voll sind. Also das ist auf jeden Fall ein Plädoyer dafür, dass die Solarpanels immer mal geputzt werden sollten. So, die Waschmaschine, die ist jetzt noch nicht fertig. Dafür mache ich mal was anderes. Und zwar hat man beim Fahren immer nach vorne, also ich habe immer relativ gut gesehen, auch obwohl die Scheibe vorne dreckig ist. Aber wenn ich rausfilme, sah es natürlich immer Katastrophe aus. Und die Kamera, die hat immer nicht scharf gestellt nach vorne, sondern immer auf den Dreck auf der Scheibe. Das soll ich mal ändern. Dafür habe ich auch den Kercher. Ich komme halt immer super schlecht an diese Windschutzscheibe ran. Deswegen ist es mit dem Kercher echt ganz gut. Da muss ich mich da vorne oben noch ein bisschen draufstellen. Und dann funktioniert das auch, hoffentlich. Also machen wir uns mal nackig. So, die Waschmaschine ist fertig. Das Wasser läuft raus. So, jetzt machen wir noch den Geruchstest. Das ist ja wohl das Entscheidendste bei der ganzen Sache, ob das jetzt funktioniert hat mit der Waschmaschine. Oh, riecht wie frisch aus der Wäsche, finde ich. Kann aber natürlich auch das Waschmittel sein, aber es sieht auch sauber aus. Also ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung, dass wir diese kleine Mini-Waschmaschine mitgenommen haben. Aber schreibt mir jetzt nicht unten in die Kommentare, wo es sie gibt und ob man die jetzt sich auch holen soll. Ich weiß nicht, wie lange die funktioniert. Wahrscheinlich nicht ewig. Ich bin jetzt mit Marcella hier in Izmir am Flughafen, denn ihr kleiner Urlaub ist jetzt schon zu Ende, nach einer guten Woche ungefähr. Wir haben ja gesagt, sie fährt bis Türkei mit und es ist jetzt passiert. Wir haben jetzt noch ein paar schöne Strandtage gemacht und jetzt geht's los. Leider muss ich mich ja jetzt schon verabschieden und freue mich natürlich auch zu Hause, aber meine neue Realität ist, dass ich immer ein lachendes und ein weinendes Auge habe, weil Paul werde ich natürlich sehr vermissen. Auf meine Katzis und Mio freue ich mich aber total auf mein Zuhause. Ja, aber Paul, ohne Pauli ist halt auch irgendwie nicht so ganz 100%. Naja, müssen wir uns ein bisschen dran gewöhnen. Auf jeden Fall fliege ich jetzt hier von Izmir erstmal nach Antalya, habe da ein bisschen Aufenthalt und dann geht es weiter nach Berlin. Und dann muss ich natürlich noch mit dem Zug raus in unseren kleinen Ort. So,
So, jetzt sind wir wieder alleine. Ich muss jetzt einmal komplett durch Izmir fahren, um wieder zu Jascha in die Werkstatt zu kommen. Heute ist nämlich Montag und wir werden jetzt was am Auto machen. Das war ja der ursprüngliche Plan sowieso. Marcella kam jetzt so ein bisschen dazwischen und es hat alles ein bisschen gedauert. Aber jetzt soll was passieren. Und ich glaube, wir bauen jetzt den Wheel Carrier, schätze ich mal. Wäre auf jeden Fall richtig cool. Nämlich das, was ich gerne haben wollen würde, wenn ich jetzt hier bin. Also los geht's, fahren wir mal zurück. Marcella ist am Flughafen abgegeben. Ich bin die ganze Strecke zurückgefahren zur Werkstatt. Jetzt stehen wir hier, die haben noch leider keine Zeit oder Jascha hat noch keine Zeit. Ich habe jetzt gerade das YouTube-Video fertig geschnitten, das, was ihr jetzt gerade als letztes gesehen habt. Und jetzt mache ich mal ein bisschen weiter. Ich will mich mal ein bisschen körperlich betätigen. Ich mache mir jetzt ein schönes Bier auf und arbeite hier ein bisschen im Garten. Selbst sitzt jetzt schön beim Computer und arbeitet noch ein bisschen. Und ich werde dieses ganze Feld jetzt hier wegradieren. Wir stehen ja hier schließlich auf dem Land von unseren türkischen Freunden und ist ja auch toll, wenn man dem ein bisschen was hilft. Katze nörgelt hier unten noch schön die ganze Zeit rum. Also die ist echt süß, aber ich habe sie natürlich auch die ganze Zeit an der Backe jetzt. Also ja, machen wir jetzt hier mal das Feld hier, denn ich glaube, da freuen sie sich drüber, wenn wir ein bisschen was im Garten machen. So, wir werden hier schon wieder mit einem schönen Sonnenuntergang belohnt, wie tatsächlich gerade jeden Abend in letzter Zeit. Schon ein bisschen was vorangegangen, aber tatsächlich nicht viel. Ist ja alles hier Handarbeit bei uns. So, jetzt können wir der Sonne mal ein bisschen zugucken und noch ein bisschen was machen. Da hinten ist unser Haufen, den wir jetzt schon geschafft haben. Und ja, machen Feierabend, ne? Und morgen geht es dann hoffentlich los mit dem Umbau dieses großen Kfz hier. Hoffe ich, dass das mal jetzt losgeht. Denn langsam bin ich jetzt ein paar Tage da und jetzt langsam muss was passieren. Guten Morgen, Leute. Ich habe gerade mit Jascha gesprochen und heute wird es immer noch nichts, dass wir hier im Auto anfangen zu bauen. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich baue selber ein bisschen am Auto einfach, weil es sind ja noch ein paar Sachen zu tun. Maintenance ist ja an so einem Fahrzeug mit so einem Camperausbau immer ultra wichtig. Ich werde mal als allererstes mich ums Wasser kümmern mal wieder. Wir haben hier nämlich folgenden Fall. Machen wir mal die Pumpe an. Da kommt nicht viel. Ja, der Filter, der da drin ist, der ist jetzt ja auch schon eine Weile drin. Ich werde ihn jetzt einfach mal sauber machen. Ich werde den Aktivkohlefilter sauber machen. Ach, und was mir dabei auch gerade noch einfällt, es gibt ja momentan, oder nicht nur momentan, einfach schon die ganze Zeit, einen Gutscheincode von Alpfilter mit 5% Nachlass auf deine Bestellung. Ich blende dir den hier mal unten ein. Ihr könnt auch unten in der Beschreibung auf den Link klicken, dann kommt ihr direkt zu dem Filter und dem ganzen Filterset, was man alles so kaufen kann. Ihr bekommt mit dem Gutscheincode auf jeden Fall einfach komplett 5% bei allen Dingen, die bei Alp auf dem Shop zu kaufen sind. Das ist auf jeden Fall auch ganz sinnvoll, wenn ihr euch einfach mal Filter wieder bestellen wollt, denn die kosten ja auch mal so ein paar Euro und so ein Filterset immer mal 5% billiger ist ja auch nicht verkehrt. Damit ich hier gut an meine Filter da hinten rankomme, muss das jetzt natürlich alles erstmal rausräumen, mal wieder, sonst komme ich da nicht gut ran. Mal mit der Sauerei. Also raus damit. Meine Konstruktion hier hinten mit dem Klopapier, die hat auch wunderbar funktioniert. Da scheint jetzt echt alles wieder dicht zu sein bei den Schläuchen. Ich werde wahrscheinlich auch die anderen hier vorne mal nachziehen. Ist auch nicht schlecht, weil es war ja irgendwie undicht. Hängt ja irgendwie mit den Schläuchen zusammen. Aber jetzt erstmal den Filter hier rangehen. Dafür lassen wir ein bisschen Druck vom Tank ab, dass hier keine große Sauerei gibt. Sie hatte auch gerade richtig Durst, habe ich gesehen. Hatte nichts. Also man sieht hier an dem Filter, dass da ganz schön viel Schlons dran ist. Also ich hoffe, das ist es dann schon. Probieren wir es mal aus. Also erstmal ein bisschen Papier, dann nochmal Wasser. So, der Filter ist gereinigt. Das Papier, das lasse ich einfach mal hinten dran. Und ich habe aber noch was entdeckt, dass hier so ein leichter Bogen drin ist. Also diese Lilie-Schläuche, die biegen sich halt dann doch ganz schnell, wenn da irgendwas mal um die Ecke geht. Ich werde noch einen kleinen Lifehack jetzt mal machen. Auf die Art und Weise kann sich das dann nicht so einbiegen.
Ich hoffe, es funktioniert. Das testen wir jetzt mal aus. Ich hätte vielleicht mal vorher nur den Filter testen sollen, aber jetzt haben wir halt beides auch okay. Also irgendwie ist es jetzt ein bisschen besser geworden, aber ich glaube, ich muss tatsächlich dann jetzt irgendwie bei Gelegenheit mal diesen Filter schon tauschen. Der wird sich noch schon zugezogen haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es noch mit den alten Schläuchen zu tun hat. Ich hatte ja vorher diese durchsichtigen drin und da gab es diese Ablagerung. Ich habe die jetzt zwar alle getauscht, aber vielleicht war da noch ein bisschen Stuff drin. Das kann natürlich sein. Also sollte ich jetzt hier alle anderthalb Monate den Filter tauschen müssen, hätte ich jetzt nicht genug dabei. Muss man wahrscheinlich selber noch reinbestellen. So wie ihr das auch machen könnt mit dem 5%-Code. Denkt auf jeden Fall dran. Ja, muss man mal gucken, dass ich mir nochmal welche besorge. Also ich werde jetzt nicht gleich einen neuen reinmachen, weil das geht ja noch. Aber ewig werde ich es jetzt nicht mehr rauszögern. Jetzt habe ich gerade nochmal das Wasser ausprobiert. Es ist schon deutlich besser geworden gerade wieder. Also das kann ich schon erstmal noch eine Weile so lassen. Gehen wir mal zum nächsten über. Und zwar hier oben, hier ist ein Spalt. Das ist... Nervt mich schon die ganze Zeit. Immer wenn ich im Bettchen liege, sehe ich diesen Spalt da oben. Da muss man was machen. Ich habe hier noch so eine Leiste mitgenommen, eine schwarze Leiste. Aber die sieht irgendwie nicht so cool aus da oben, finde ich. Ganz schön massiv einfach. Dann habe ich aber noch so eine Leiste hier mit dabei. Was man alles von seinem Auto findet, das ist schon der Wahnsinn, oder? Die habe ich noch mit dabei. Das war hier eine, die wir hier ran gemacht haben. Gefällt mir richtig gut, diese Kante hier. Da haben wir noch was übrig. Es würde sich anbieten, die auch hier oben ran zu machen. So ist doch viel besser. Ja, das gefällt mir. Da hole ich mir doch jetzt mal einen schönen Stift. Dann schneide ich mir das Ganze mal draußen zu. Habe ja hier Strom im Fahrzeug. Noch und nöcher. Ist ja schön warm draußen, wenn die Sonne scheint. Und dann klallen wir da mal was rein. Wir haben jetzt hier mal einen schönen Arbeitstisch gebaut. Und Safety first. Jetzt schneiden wir uns hier mal erst die Kante ein, damit es dann auch sauber sitzt. Soll ja professionell sein, die Geschichte. Und dann schneide ich mir die Länge zu. So ist geschafft. Die Leiste ist dran. Auf der anderen Seite ebenfalls. Da kann ich doch jetzt entspannt hier immer wieder drauf gucken. Ist auch nicht mehr ganz so locker wie vorher. Also ich bin auf jeden Fall schon mal zufrieden damit. Dass immer noch nicht losgeht mit dem Umbau, haben wir noch was anderes überlegt, was ich auch schon die ganze Zeit machen will. Hier diese Kante hier unten, da machen wir jetzt mal eine schöne schwarze Silikonnaht unten dran. Was das ja auch wieder toll aussieht und hier sich nicht mal so der Dreck sammelt drunter. Das ist nämlich irgendwie echt unschön. Das soll nicht so sein. Hier draußen tut Sepp hier auch schon schön abwaschen. Der ist nämlich auch wieder zurück. Ist nämlich auch mein Leidensgenosse jetzt beim Warten hier gerade auf Jascha, dass es losgeht mit dem Umbauen. Denn er hat nämlich auch noch ein Problem. Bei Sepps Uras sind nämlich hier von seinem Hochdach die Scheren verbogen. Das muss auch nochmal in Stand gesetzt werden. Da Jascha hier ja schon bei sich öfters für Defender und so irgendwelche Hochdächer eingebaut hat, macht es ja wahrscheinlich auch Sinn, das einfach hier zu machen. Also wartet er auch gerade. Aber ich mache jetzt erstmal hier schön meine Silikonfuge. Ich habe von sehr viel schönes blaues Klebeband gekriegt, weil ich gar keins mehr selber habe. Damit kleben wir es jetzt mal hier fein ab, dass es auch schön aussieht. Vorbereitung ist ja bei so einer Sache die halbe Miete. Ich habe es jetzt schön abgeklebt, doppelt abgeklebt. Das ist nämlich wirklich jetzt Sichtbereich, das sieht man gut. Schwarzes Silikon habe ich noch dabei. Dann habe ich das jetzt alles entfettet schön, so gut es geht. Und jetzt können wir hier mal loslegen. Probieren wir mal, dass das jetzt richtig gut aussieht. So, das ist fertig. Ist auch, glaube ich, ganz gut geworden hier. Man braucht doch tatsächlich ein bisschen Übung, wenn man schwarzes Silikon auf eine weiße Platte macht. Also es war jetzt gar nicht so einfach. Ich habe kurz ein bisschen geschwitzt. So, jetzt geht's weiter hiermit. Das ist tatsächlich, hat sich ein bisschen gelockert, habe ich festgestellt. Wenn ich jetzt hier nach vorne bewege, sitzt das jetzt gar nicht mehr fest drin. Also da muss ich auf jeden Fall was machen. Das werden wir jetzt von unten nochmal neu verschrauben und dann hier drumherum kleben. Deswegen ist hier auch noch alles offen, damit ich da auch nochmal rankomme, weil ich schon wusste, dass ich da nochmal irgendwie was machen muss. Deswegen werde ich jetzt hier mal die Schrauben öffnen, damit wir es rausnehmen können. Die Schublade raus, dass wir von unten rankommen, weil es ist ja schon alles angeschlossen und soll nicht undicht werden. Hier unten drin, da sind so eine Haken und die haben sich scheinbar so ein bisschen gelöst, sodass ich das Waschbecken jetzt ein bisschen bewegen kann. Die werde ich jetzt gleich mal nachziehen, aber vorher mache ich hier noch ein bisschen was unten drunter, dass wenn sich das wieder lockert, das nicht so einfach abgeht. Dafür lockere ich jetzt die Schrauben einmal noch ein bisschen und dann klebe ich da ein bisschen Silikon drunter einfach. Das ist auf jeden Fall eine richtige Fummelei, die ganze Geschichte hier.
beim Einbau gar keinen Spaß gemacht. Vorbereitung ist ja die halbe Miete. Hier die ganze Geschichte jetzt hier vernünftig abkleben, macht die ganze Sache viel, viel einfacher. Ich nehme ja immer so doppelte Lagen dafür. Kann ich es einmal abziehen, nochmal drüber streichen, wieder abziehen, nochmal drüber streichen und dann ist eigentlich immer eine saubere Kante. Also hier drüben hat es ja auch schon gut funktioniert. Das gleiche machen wir jetzt nochmal. Oh, das sieht jetzt doch hier schon mal richtig gut aus. Die Leinen, die ich hier gezogen habe. Oh, da muss man ein bisschen sauber machen hier. Also das war jetzt gar nicht so easy, aber hat gut funktioniert. So, hier geht's los. Der Wagen geht jetzt runter schon zum Reparieren. Da müssen ja die Scheren gemacht werden, haben wir gerade schon erzählt. Und ich baue jetzt hier noch kurz fertig und gehen wir noch runter und gucken müssen, was die da machen. Sepp hat jetzt hier nochmal neue Scheinwerfer gekriegt, die auch ein vernünftiges Tagfahrlicht haben. Da scheiden sich die Geister, ob die geil sind. Ich finde es eigentlich ganz cool, weil es leuchtet halt einfach mehr. Neben dem Ölwechsel und dem generellen Service am Auto wurden jetzt auch noch die Scheren ausgebaut von dem Pop-Up-Tent. Die werden jetzt einmal verstärkt, damit die sich nicht wieder verbiegen. So, das war's mit dieser Folge hier aus der Türkei. Jetzt ganz alleine ohne Marcella aus der Werkstatt, die noch nicht angefangen hat. Der Sepp, der macht jetzt noch ein bisschen an seinem Auto rum. Dann bin ich dann als nächstes dran. Das machen wir dann aber erst klar in der nächsten Folge. Dann zeige ich euch auch, was wir dann alles wirklich hier tun werden. Lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt, und schreibt gerne unten einen Kommentar. Ich finde ja, ich habe so viel mit Urs jetzt auf dieser Tour schon wieder zu tun gehabt. Vielleicht sollte ich selber nochmal so ein Auto kaufen. Könnt ihr ja gerne mal unten reinschreiben, ob ihr sowas gerne sehen wollt. Ob ich nochmal einen Urs hole irgendwo. Wäre irgendwie vielleicht auch ganz spannend.